der Umverteilung von Steuermitteln weg von den Kommunen hin zu Land und Bund ist. Der Landesanteil am Steueraufkommen ist ja deutlich, den die Kommunen kriegen, ist ja in den letzten Jahren deutlich gesunken. Das ist eine Folge dieser politischen Entwicklung und wir wollen deswegen diesen Wahlkampf auch dazu nutzen, auf diese prekäre Situation der Kommunen aufmerksam zu machen. Das kann nicht das Land lösen, das muss der Bund lösen. Der Bund muss endlich wirksame Hilfen und eine Schuldentilgung für die Kommunen, gerade in Nordrhein-Westfalen, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind, beschließen. Aus diesem Grund haben wir einen Brief verfasst, den alle Bürgermeister, Landrats- und Oberbürgermeisterkandidatinnen aus Nordrhein-Westfalen mittragen werden, so wie es aussieht. Er ist initiiert worden von den Kandidaten aus Oberhausen, Essen, Wuppertal und Bochum. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden ihn heute hier noch verteilen und bitten euch, auch dafür zu werben. Es ist ein Brief an die Bundestagsfraktion mit der Forderung, sich wieder stärker zu engagieren für eine kommunale Gemeindefinanzreform. Das wollen wir deutlich machen und dafür wollen wir ebenfalls kämpfen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.